Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht. Hilf mir durch deine Güte. Guten Tag und liebe Grüße von der Christusgemeinde Kelowna, British Columbia, Kanada. Ich heiße Patricia Janalia, ich bin die Pastorin der Gemeinde und ich bringe Ihnen unsere Andacht für Palmsonntag 2020. Normalerweise treffen wir uns in der Kirche und für Palmsonntag gibt es Palmsträuße und Palmkreuze als Erinnerung an Jesus' Aufbruch nach Jerusalem. Palmsonntag ist der Anfang der Passionswoche. Die Reise Jesus von verherrlichtem Retter am Sonntag zu verurteiltem Kriminellen, verwundet, gekreuzigt und sterbend am Karfreitag. Diese Leidensgeschichte hat keinen Sinn, wenn man sie logisch anhört. Wie kann ein zerbrochener Mann alle Menschheit mit Gott versöhnen? Darin liegt das größte Paradox des christlichen Glaubens, das bis auf heute viele Menschen zu Gott bringt, genauso wie es andere zum Kopfschütteln anregt. Dieses Jahr, wo wir meist hinter unseren Haustüren bleiben müssen, haben wir viel mehr Zeit, über diese Sachen nachzudenken. Sie haben hoffentlich alle ein Andachtsbüchlein mit der Post bekommen, das für jeden Tag dieser Woche Lesungen und Gedanken gibt, sodass ihr mit Jesus die Reise zum Kreuz und darüber hinaus machen könnt. Diese Materialien sind auch auf der Website zu sehen. Und wenn Sie ein Büchlein haben möchten, können Sie bei dem Kirchenbüro anrufen. In dieser Woche sprechen die Worte der Heiligen Schrift mehr für sich selber als in generellen Predigten ausgelegt. Und Sie haben die Freiheit, Ihre eigenen Gedanken und Fragen dazu zu geben. Also beginnen wir mit der Lesung vom Jesus-Einzug in Jerusalem. Das finden wir im Evangelium Matthäus, der 21. Kapitel. Als Jesus und seine Jünger nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage, in den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor ihnen liegt, vor euch liegt, und gleich werdet ihr ein Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten. Der da spricht, sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und Jesus setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als Jesus in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer ist der? Die Menge aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Das Evangelium Gottes. Lasset uns mit Jesus ziehen. Let us ever walk with Jesus. Follow his example pure, through a world that would deceive us and to sin our spirits lure. Onward in his footsteps treading, travelers here, our home above, full of faith and hope and love. Let us do our Savior's bidding. Faithful Lord, with me abide, I shall follow where you guide. Lasset uns mit Jesus ziehen, seinen Vorbild folgen nach. Treuer Jesu, bleib bei mir, gehe vor, ich folge dir. Palmsonntag. Von Palmen zu Nageln. Der Sonntag, der eine Woche mit schwebenden Palmen, Jubel und Hoffnung anfängt, die sein Ende mit Nägeln und Tod findet. Denn dieselben Hände, die Palmen schweben und Hosanna rufen, halten in 6 kurzen Tagen Nägel und das hassende Geschrei
kreuzige ihn. Die folgenden Lesungen sind der Stück zwischen Jesus' Einzug in Jerusalem am ersten Tag der Woche und sein Zusammenkommen mit seinen Jüngern für das letzte Abendmahl am Donnerstag. Höre die Lesungen zu. Fragen Sie sich, was für Gedanken bringen Sie mir? Wo höre ich die Stimme Gottes? Wohin leitet mir den Heiligen Geist? Dann opfern Sie bitte Gebete für die Welt, für die Menschheit und für Ihnen selber. Wir sehen uns wieder am Gründonnerstag mit Jesus und seinen Jüngern, dem Passatisch herum. Lasset uns zu diesen Lesungen und diesen heiligen Worten jetzt eröffnen. Amen. Guten Tag, liebe Gemeinde. Das Evangelium nach Johannes, das 12. Kapitel. Die Salbung in Britannien. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Britannien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machte sie ihm ein Mahl und Martha diente ihm. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet: Warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft worden und den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er nach dem Armen fragte, sondern er war ein Dieb. Denn er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben war. Da sprach Jesus: Lass sie in Frieden, es soll gelten für den Tag meines Begrabenes. Den Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Da erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort war, und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern um auch Lazarus zu sehen, den er von den Toten erwacht hatte. Aber den hohen Priester beschlossen, auch Lazarus zu töten. Denn um seinen Willen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Als am nächsten Tag die große Menge, die aus Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Psalmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gelobt sei der, der kommt in den Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Sehe, dein König kommt und reitet auf einen Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckt, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass er nichts ausrichtet. Sehe,
aller Welt läuft ihm nach. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zum Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas und Philippus, und Andreas sagt es Jesus wieder. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Wenn es aber erstirbt, bringt es viele Frucht. Wer sein Leben lieb hat, die wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, du soll meine Diener auch sein. Und wenn mir dienen wird, dann wird mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme von Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und will ihn's abermals verherrlichen. Da sprach das Volk, das dabei stand und zuhört: Es hat gedonnert. Die anderen sprachen: Ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach: Diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt, nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Da sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Da antwortete ihm das Volk: Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wieso sagst du dann, der Menschensohn muss erhöht werden? Wer ist dieser Menschensohn? Da sprach Jesus zu ihnen: Es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überfalle. Wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht. Glaubt an das Licht, solange ihr es habt, damit ihr Kinder des Lichtes werde. Das redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Und obwohl er solche Zeichen vor ihren Augen tat, glaubten sie doch nicht an ihn, damit erfüllt werde der Spruch des Propheten Jesaja, den er sagte: Herr, wer glaubt unserem Predigen, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesagt: Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Das hat Jesaja gesagt, weil er seine Herrlichkeit sah und redete mit ihm. Doch auch von den Oberen glaubten viele an ihn, aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, um nicht aus der Synagoge ausgestoßen zu werden. Denn sie hatten lieber Ehre bei den Menschen als Ehre bei Gott. Jesus aber rief: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den werde ich nicht richten.
denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Und ich weiß, sein Gebot ist das ewige Leben. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Das Evangelium von Jesus Christus.